Phoenix nachgefragt. Und da ist uns jetzt zugeschaltet Jana Wolf von der Rheinischen Post in Berlin. Frau Wolf, wir erwarten heute wieder eine der Pressekonferenzen von Jens Spahn und dem Chef des Robert-Koch-Institutes, Herrn Wieler. Es wird wahrscheinlich um die Reisefreiheit gehen, um Reisebeschränkungen vielleicht auch. Man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist wieder Chaos, es ist wieder Unsicherheit in Sachen, wo darf ich hin, was darf ich machen. Wie bewerten Sie da die Strategie der Bundesregierung? Ja, schönen guten Morgen. Also erstmal würde ich sagen, dass dieses Signal, das Herr Wieler, Herr Spahn und heute auch gemeinsam mit Herrn Seehofer geben, dass sie vor die Presse treten und nochmal erklären, was beim Reisen eigentlich gilt, das ist ein gutes Signal. Es ist gut, wenn die Bundesregierung kommuniziert. Es ist gut, wenn die Bundesregierung sehr transparent offenlegt, auf was sich Reisende einstellen müssen. Allerdings haben wir, das wurde auch in dem Einspieler gesagt, parallel ein Signal, das aus dem Außenministerium von Außenminister Heiko Maas, der die pauschalen Reisewarnungen aufhebt. Und das widerspricht eigentlich der nach wie vor dem Aufruf zur Sorgfalt. Also ich sehe jetzt hier nicht, dass die Bundesregierung tatsächlich mit einer Stimme spricht. Und ich würde sagen, eine transparente und leicht verständliche, plausible Kommunikation ist an dieser Stelle wichtig. Ja, es gibt ja auch insofern ein Akzeptanzproblem, als dass wir hier drinnen alles öffnen und dann wiederum aber nicht reisen sollen. Man kann es ja gar nicht mehr verstehen. Das sehe ich ganz ähnlich. Also wir haben hier in Deutschland viele Lockerungen gleichzeitig. Es wird gefühlt alles geöffnet. Und wenn man sich im alltäglichen Leben umschaut, im privaten Umfeld, dann herrscht ja die Stimmung vor. Man muss sich an keine Beschränkungen mehr halten. Es sind Veranstaltungen, Hochzeiten, Feiern ja möglich. Und gleichzeitig ist es, finde ich, durchaus richtig zu sagen, es ist auch beim Reisen nach wie vor eine gewisse Vorsicht geboten. Wir sehen ja in verschiedenen anderen europäischen Ländern, wie schnell Delta dort angestiegen ist. Auch in Deutschland ist diese deutlich gefährlichere Variante mittlerweile bei 50% der Neuinfektionen. Deswegen nochmal, ich finde, das Signal, wir müssen weiterhin vorsichtig bleiben, ist richtig. Aber es widerspricht natürlich der Stimmung im Land und auch den Signalen im Land, dass alles gleichzeitig geöffnet wird. Müsste man jetzt nicht gerade, was das Reisen betrifft, auch mehr auf gesamteuropäische Lösungen setzen? Das würde ich definitiv so sehen. Ich finde, das Impfzertifikat, das heute ja ab heute gilt, ab dem 1. Juli, ist ja durchaus ein Schritt in die richtige Richtung. Also da hat die EU-Staaten und ja auch einige Nicht-EU-Länder sich in sehr, sehr kurzer Zeit auf einen gemeinsamen Standard, auf das Impfzertifikat geeinigt. Man sieht im Landesinneren bei uns schon, wenn es ins Detail geht, wird es sehr schwierig, einheitliche Regeln zu finden. Wir hatten kürzlich in Deutschland diese Diskussion, ob für alle Reiserückkehrer, unabhängig davon, woher sie kommen, eine Testpflicht gelten soll. Das war nicht durchsetzbar. Da spielt wahrscheinlich auch der Wahlkampf eine Rolle. Man will jetzt nicht den Leuten neue Beschränkungen, neue Hürden auferlegen. Man macht lieber Wahlkampfgeschenke. Und wenn man sozusagen diese Parallele zu unserer landesinneren Diskussion zieht, dann sieht man schon, wie schwierig es ist, einheitliche Regeln zu finden. Das ist auf europäischer Ebene noch schwieriger. Deswegen gelten sozusagen das, was eine Person mit einem Impfnachweis in einem anderen Land dann tun und lassen darf, welche Zugänge man hat, das ist von Land zu Land unterschiedlich. Trotzdem finde ich das Impfzertifikat an sich eine gute Sache, weil es europaweit eben gilt. Mal was Gemeinsames Europäisches muss man doch mal positiv hervorheben. Ich möchte zum Fall Annalena Baerbock kommen, die ja wieder im Kreuzfeuer steht sozusagen mit neuen Vorwürfen. Wie schwer wiegen die? Für wie substanziell halten Sie diese Vorwürfe? Also das möchte ich gerne tatsächlich Juristen überlassen, zu beurteilen, wie schwerwiegende Urheberrechtseingriffe das sind. Alles, was ich höre und lese, handelt es sich um einzelne Sätze, teilweise auch nur um Nebensätze, die übernommen wurden, viele Sachinformationen auch. Was ich an der ganzen Sache ehrlich gesagt schwer bedauere, ist, dass der Wahlkampf wieder anhand von persönlichen Versäumnissen, in dem Fall von Annalena Baerbock, geführt wird. Die politischen Konkurrenten springen da auf
Und ich finde, es wäre eigentlich höchste Zeit, einen inhaltlichen Wahlkampf zu führen. Wir haben jetzt alle Wahlprogramme aller Parteien vorliegen. Alle Parteien schreiben sich Zukunftsfähigkeit auf die Fahnen. Die SPD spricht von einem Zukunftsprogramm. Die Union verspricht Stabilität und Erneuerung. Und da will ich gern wissen, wo sind da die verschiedenen Ansätze? Wo sind die inhaltlichen Akzente? Und diese Auseinandersetzung erlebt man im Wahlkampf gar nicht. Stattdessen spricht man über mehr oder weniger schwerwiegende Übernahmen in einem Text. Ich muss sagen, ich finde das ernüchternd. Ich finde, es gäbe spannendere und deutlich wichtigere Debatten, die jetzt zu führen sind. Ja, das muss man sagen, nachgewiesen oder bewiesen ist da juristisch gar nichts. Wie sehr schadet ihr das trotzdem? Ja, nochmal, also ich würde sagen, es schadet all denjenigen, die diese Debatte vorantreiben, und es schadet nicht nur den Grünen, sondern aus meiner Sicht auch der Union, auch denjenigen aus der SPD, die damit aufspringen. Aus der CSU höre ich da sehr, sehr treibende Kräfte, die diese, manche sprechen von der Schmutzkampagne, ich möchte diesen Begriff jetzt nicht irgendwie übernehmen, aber auf jeden Fall diese Auseinandersetzung mit Annalena Baerbock vorantreiben, da würde ich sagen, das schadet denen allen. Das ist irgendwie ein Armutszeugnis in diesem Wahlkampf. Man sollte doch viel besser ins Schaufenster stellen, was man an eigenen Ideen sozusagen ja, präsentieren kann und womit man die Wähler inhaltlich gewinnen will. Ich frage mich, welche Wählerschaft will man ansprechen, wenn man einen Wahlkampf in dieser Art und Weise führt? Mich persönlich, als sozusagen jetzt jenseits der journalistischen Perspektive, als Wählerin spricht das nicht an. Also das ist sozusagen eine Steilvorlage für den politischen Gegner dann doch gewesen, und Sie werfen denen vor, dass das jetzt zu persönlich ausgenutzt wird. Das habe ich richtig verstanden so. Ich weiß nicht, ob es eine Steilvorlage war. Ich meine, es wurde ja sozusagen durch Recherchen eines österreichischen Medienwissenschaftlers in Gang getreten, erst die ganze Debatte, dass man natürlich im Wahlkampf genau drauf schaut, wo sind Schwachstellen der anderen, die wir für unseren eigenen Nutzen ja ausschlachten können. Das ist nichts Neues, das hat man auch in früheren Wahlkämpfen gesehen. Aber trotzdem habe ich das starke Gefühl, es lenkt absolut von einer inhaltlichen Debatte ab, und es lenkt absolut davon ab, tatsächlich in einen Wettbewerb der Ideen einzusteigen, den ja alle propagieren, bei dem ja alle sagen würden, den wollen wir. Aber wenn man dann guckt, wie sie den Wahlkampf konkret führen, dann erlebe ich das nicht. Und bei der Frage, wie sehr schadet das? Also ich glaube eher, es führt zu einer weiteren Polarisierung. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass diejenigen, die den Grünen oder Annalena Baerbock als Kanzlerin zugeneigt sind, dass die sich von so einer Sache davon abbringen lassen oder ihr die Zustimmung verweigern. Ich glaube eher, es führt zu einer stärkeren Solidarisierung. Und diejenigen, die immer schon skeptisch waren und diese Kandidatin für nicht fähig halten, die werden sich jetzt bestätigt sehen in ihrer Haltung. Also es ist eher eine Polarisierung, die befeuert wird durch diese Debatte. Ich glaube nicht, dass es eindeutig und von sich aus genommen ein Nachteil für die Grünen sein muss und ein Vorteil für die Wettbewerber. Jana Wolf war das aus dem Berliner Büro der Rheinischen Post. Ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen.